Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Livestream. Ich hoffe mal, ich muss kurz was kontrollieren. Mir fällt gerade spontan auf, wäre es peinlich, wenn ich nicht dran gedacht habe. Aber ich habe dran gedacht, okay. Wir sind hier mit. Also, letztes Mal haben wir hier mitten im Wald aufgehört. Kann es auch diesmal mit der Livestream wesentlich länger gehen als gestern, wo ich einfach plötzlich eine Art Schwächeanfall hatte. So ganz muss ich aber sagen, weiß ich nicht, wo ich hin soll. Ich habe zwar jetzt eine Komplettlösung geguckt, weil irgendwie ist es mir nicht so ganz klar. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwo hin. So viel weiß ich. Gegebenenfalls reden wir einfach mal mit allen. Ah, die Gegner hier sind echt kein Hindernis. Frag mich, was schneller geht, das einfach zu ignorieren oder. Joa. Bellen. Ich guck mal im Shop, ob wir uns mal aufrüsten können. So. Paar davon. Die Tasche ist voll. Davon nehmen wir ein paar mit. Kann ich nicht so ganz damit was anfangen. Ist also nicht viel, was uns gefehlt hat. Oh gut. Hab nichts jetzt dagegen. Ich rede mal mit dem Alten. Vielleicht weiß der ja was. Bin ich echt jetzt ein bisschen überfragt, wo ich hin soll. Also meine Magie reicht doch nicht aus, um den Baum zu halten. Heilen. Wie kann man XHC nur retten? Ich weiß es einfach nicht. In dieser Zeit existiert die göttliche Macht nicht mal. Bin mir da ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Irgendwo muss es eine Cutscene geben. Aber ich habe echt keine Ahnung, was ich zu tun habe. Bin da ein bisschen überfragt. Und falls ihr euch fragt, wie lange dieser Livestream geht, er soll wieder die normale Länge von einer Stunde und 15 Minuten in etwa haben, dass ich daraus 5 Parts schon halten kann. Ungefähr. Ich habe auch jetzt mehr Lust dazu. Aber ich bin echt ein bisschen überfragt. Ach, ich hab die Katzen-Omi. Nee. Ich hab. Ich glaube, ich muss nach Ventilit. Warte mal kurz, ich hab doch eine Karte. Die sagt mir doch bestimmt, wo ich hin muss. Items. Sei Spitzhacke-Uhr, Weltkarte. Mobil, Schloss von Midgard, Elfenland, eines Inselschiff. Schiff. Da! Venezia, da müssen wir hin. Glaube ich. Bin mir auch nicht ganz sicher. Irgendwie kann ich mich noch erinnern, irgendwie nach Venezia und dann von dort aus woanders dahin. Aber ich weiß nicht wohin. Und diese Stadt macht mich fertig, ich bin ehrlich. Dass sie komplett zerstört worden ist. Hier steht hier Ruth Rhea Scarlet. Rhea. Und das macht mich bis heute fertig.
fügen mir keinen Schaden zu. Ja gut, Südapertum wird sie vermutlich nicht. Danke. Haben sie mir einen Punkt Schaden zugefügt? Ich weiß es nicht. Mir ist es auch wurscht. Hauptsache, wir haben es in irgendeiner Form drauf. Ich tue ein bisschen den Ingame-Sound runterdrehen. Nicht viel. Moment. So, jetzt ist es auch wieder da. Ist das das Dorf? Ja. Hier rede ich mal mit allen. Ist das nicht eine große Hafenstadt? Hier trifft man die unterschiedlichsten Leute. Genau das ist so ein Ort. Ach, muss ich vielleicht irgendwo mit dem Schiff hinfahren? Aber ich weiß nicht, in wohin wir fahren müssen. Ich kann mich erinnern, irgendwas in südlicher Richtung. Oh, ihr seid. Dieses fliegt nach Alvista. Ich würde sagen, wir fahren zuerst nach Alvista wieder. Reden nochmal mit den alten Freund von uns, also mit den königlichen, was auch immer. Ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist. Ich werde übrigens auch mal ein Schlückchen trinken. In einem Livestream ist das ja wohl durchaus erlaubt, wenn man die ganze Zeit redet. Übrigens, Leute, Zeni ist wieder Mitglied des Drachenclans. Für alle, die sich das mal interessiert haben, ich habe ihn angeschrieben, ob er mitmachen will, aber leider hat er nicht reagiert und ich merke gerade, dass es ein paar kleinere Komplikationen gibt. Okay, Leute, ich muss kurz was einstellen, nämlich ich merke gerade, der Saft vom Controller lässt nach. Das ist natürlich sehr ungünstig. Dauert nur eine Minute. Ich werde auch mit euch weiterhin die ganze Zeit reden. Wo haben wir es denn? Das ist da. Ja. So. So. Genau. So, das müsste das schon gewesen sein. Genau, jetzt kann ich wieder steuern. Der Controller ist einfach mal eiskalt ausgegangen. Ich habe jetzt auf die Tastatur umgestellt. Das mag ich noch nicht so, ehrlich gesagt. Nee, das ist nicht für mich. Ich dachte, Zeni hätte gerade geantwortet. Ah ja, ich wollte ja zum Schloss. Jetzt habe ich komplette Faden verloren. Ja, das ist B und das ist A. Jetzt hört man natürlich leider die Tastatur und das ist natürlich eine mechanische Tastatur, die ist also ziemlich laut. Dafür reagiert sie besser. Wo ist denn jetzt da halt? Lass mich mal durch. Man merkt, ich weiß schon lang nicht mehr. Ah ne, halt, jetzt bin ich im Gefängnis. Oh je. Wo muss ich nochmal hin? Ah ja, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich... Ist noch eins hoch? Meine Güte. Genau, jetzt bin ich richtig. Elementargeister, die Elementargeister des Feuers, des Lebens, im Feinland. Ja, wir wollen ja wissen, wo es weitergeht. Yggdrasil, was ist das? Wirklich, gibt es wirklich so einen Wald? Okay, da gibt leider nicht die Infos raus, die ich gehofft habe. Ich wünsche, jemand würde die magischen Bücher hier kaufen. Ich hab sie doch schon gekauft. Sei mal nicht so pessimistisch. Ich muss mich mehr anstrengen.
Vielleicht gibt es da eine Verbindung zu diesem magischen Kreis. Magietechnologie wäre sehr nützlich, wenn man sie praktisch einsetzen könnte. Aber die Voraussetzungen erscheinen mir doch recht zweifelhaft. Schließlich kann man solch eine Kraft nicht ohne Konsequenzen freisetzen. Hinsichtlich der Alloganismus. Ah, ich bin erschöpft. Ich habe eine Nachricht eingelegt. Eine Nachtschicht, nicht eine Nachricht eingelegt. Elementar, da muss ich nach. Inseln, östliche Werder in Kanada. Ah, und da hört man auch, wo die vier Elementargeister sind, aber. Nein, ich will dich nicht nochmal anreden. Ja, das ist nämlich relativ unwichtig, weil ich muss immer noch wissen, verdammt nochmal, wo ich eigentlich hin muss. Müsste ich jetzt extra in meinen alten Livestream nochmal gucken, was der Alte gesagt hat vor einer Woche? Oh, falsche Richtung. Es war ja nicht mal nur vor einer Woche. Man merkt, mein Gedächtnis wird immer schlechter. Nein, wo muss ich hin? Ah, ja, genau. Da lang. Gut. Vielleicht findet man was in der Abenteuergilde raus. Die sind ja eigentlich für sowas immer gut zu haben. Ich fühle mich saumies. Ich muss kürzer treten. Okay. Schwertkämpferin. Der Pass, mit dem man die Minen von Moira betreten darf, ist sehr teuer. Zudem, zumindest wenn man nicht über die richtigen Beziehungen verfügt. Na gut. Wenn ihr in die Mine von Moira wollt, geht zum Tresen dort und holt euch den holt euch einen von Königshof ausgestellten Pass. Ich wette darauf, dass jemand seinen Pass nicht mehr braucht. Man erzählt sich, dass die Minen von Molcha in Schätze verborgen. Ja, Minen von Molcha, der Eingang liegt südlich von hier. Er befindet sich nördlich im Hafen von Fenian. Ja, ich weiß. Das interessiert mich aber gerade nicht. Ich glaube, man kann mir hier doch nicht weiterhelfen. So ganz habe ich, ich habe wie gesagt geguckt, aber so ganz habe ich nicht ganz. Ich habe das nicht kapiert, was man da von mir dann verlangt. Irgendwie, dass ich jetzt dann das Team in zwei aufsplitten muss und. Ja. So ganz wie gesagt, ist das für mich relativ. Mehr kann ich dazu nicht sagen, einfach nur. So, hier will ich hin. Ich glaube ehrlich gesagt, wir haben das falsche Floß genommen. Also logisch. Wir müssen ja von hier aus wieder nach Velint. Ja. Oh, ihr seid. Ja. Das macht 200 Geld, wir haben ja genug Geld momentan. Das macht mir jetzt nicht so wirklich Probleme. Jetzt hätte ich Lust auf den Energy, bin ehrlich. So. Mit der Schiff hier. Da ist kein. Da sind nur zwei Schiffe, zumindest zwei von die ich jetzt gerade sehe.
Da steht doch einer. Ich liebe das Meer. Es hat so etwas Romantisches. Nein, ist nicht so. Ist nicht die wichtige Person, mit der wir sprechen müssen. Oh. Die sehen aus wie die Krabben aus Super Mario Bros. Hat was von Venedig die Stadt, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, da müssen wir hin. Ja, super. Und wie soll der Klaus? Super. Wir müssen Yggdrasil wiederbeleben. Schön. Das reicht nur nicht, was wir haben. Also wir sind hier jetzt einen Schritt zu weit. Wir müssen also irgendwie Yggdrasil wiederbeleben. Hat die einfach ein zu niedriges Level? Muss ich trainieren? Ich bin jetzt gerade wieder mal etwas überfragt. Ich hätte posten sollen, dass ich jetzt live streame. Wie gesagt, ich streame jetzt wieder etwas mehr, damit wir sozusagen die Projekte alle abschließen können. Wobei das gar nicht mal so viele Projekte sind, die abzuschließen sind. Eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, sogar nur Tales of Symphonia, weil ja Resident Evil abgebrochen werden musste, weil es sich selbst beendet hat. Auf gut Deutsch gesagt. Und falls ihr euch fragt, was ich damit meine, einfach durch einen Emulatoren-Bug. Also, ich habe die Spiele als Disc, ich habe auch eine PS1, aber damit ich es halt streamen kann, ohne Problem mit einer schönen Quali, habe ich das Ganze halt nicht auf der PlayStation, sondern auf dem PC gebootet, die Disc. Ja, und damit hat es wohl Probleme gehabt. Ich gehe jetzt wieder nach Yggdrasil. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das komplett falsch ist. Soll Yggdrasil wiederbeleben? Schön. Wie kriege ich das hin? Ich glaube, ich werde bald. Naja, wann haben wir das nächste? Ja, das nächste ist bei 30 Minuten. Wenn ich bis 30 keine Lösung gefunden habe, werde ich den Livestream tatsächlich splitten, ne? Nochmal nach einer Lösung suchen, ne? Vielleicht sogar nach einem Display, und dann weitermachen, sobald ich die Lösung habe. Dass sozusagen das zwei Parts sind und dann nochmal drei Parts. So ungefähr. Oh. Du machst mir keinen Schaden. Ja gut, Benutzt hin. Das ist unglaublich übertrieben, ne? Boah, wie übertrieben. Viech hat vielleicht 20 oder 30 KP, wir machen 362 Schaden. Joa. Na, wir haben schon ein Frame verloren. Aber jetzt hat sich's wohl wieder. Na gut, ein Frame. 40 Frames. Ich vermute mal stark, dass es passiert, als diese eine kleine Einrufung kam von Facebook. Hab halt gedacht, es könnte Zeni sein, aber nö, war nicht. Das Spiel bräuchte übrigens wieder mal ein Remake. Mein nur. Ich finde schade, dass sie es nicht für die PlayStation 3 geremaked haben. Beziehungsweise für die. Gut, ich finde es ja lustig, da das Spiel ja ein Nintendo-Exklusivtitel ist, ursprünglich.
Ja gut, das hat man früher außer Nintendo. So rum betrachtet. Irgendwie war das effektiv. Irgendwie. So, gehen wir mal wieder nach Belmont. Ich weiß auch nicht, ich finde auch ältere Spiele, um mal zu erklären, warum ich vorwiegend alte Spiele mache, finde ich besser als neuere. Es hat aber nichts damit zu tun mit, ja, früher war alles besser. Ich finde einfach heutzutage fehlt den Spielen, ich weiß nicht, die werden so dahingeklatscht. Früher hat man halt, bei den Spielen merkt man halt noch, da haben die Entwickler Herzblut reingemacht, zumindest bei der Super Nintendo-Fassung. Und das ist ja eigentlich, man kann schon fast sagen, 1:1. Ja gut, nicht 1:1 Port. Die Auflösung ist ja viel geringer als wie bei der Super Nintendo, weil, ja gut, ich spiele das ja hier auf dem PC, da ist die Auflösung für euch nicht ganz so entscheidend. Entschuldigung. Wie um alles in der Welt sollen wir X-Casino wiederbeleben. Ich weiß es auch nicht, mein Guter. Oh. Er braucht Mana. Das habe ich verstanden. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. So, bleib bin ich auf den B-Knopf gekommen. Das wollte ich nicht. Das ist es auch nicht. Spitzhacke Urweltkarte Gelee, Finsternis, heiliges Licht. Nein, das war das Falsche. Oh. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin da echt ein bisschen überfragt. Kann ich so um die Klasse herumlaufen? Ja, das ist wieder unser Nachteil, wenn man nicht alles vorgekaut bekommt. Ich hätte wenigstens lieber einen besseren Tipp bekommen, wie zum Beispiel wenigstens mir zu sagen, wo ich hingehen soll. Es geht mir nicht darum, wie gesagt, ich mag alte Spiele schon, das ist das, was mich wiederum stört. Ich finde einfach nur, neue Spiele haben nicht mehr diese Länge, wie früher. Ich meine damit, wie lange hat man für Schwarz-Weiß und wie lange hat man für XY, für Sonne und Mond gebraucht. Für Schwarz-Weiß hattest du teilweise eine Spielzeit von 80 bis 90 Stunden, ne? Und bei Schwarz-Weiß war ich innerhalb von 20 Stunden durch. Das ist ein unglaublich kurzes Spiel, XY meine ich jetzt, Entschuldigung. Auch wenn das nicht wirklich jetzt zur Debatte zählt. Wie gesagt, ich werde dann wohl, weil mir echt nichts einfällt, in 6 Minuten den Livestream unterbrechen und vielleicht in einer Stunde oder zwei, ich weiß nicht. Weil ich und Skipper wollen ja dann wieder ein bisschen Stargate gucken. Je nachdem, ob er Lust schon hat. Wenn nicht, dann, ja.
frage ich nochmal Zeni, ob er mitmachen will. Ja, ich versuche tatsächlich mal den TS zu aktivieren. Ob es mir auch wirklich gelingt, ist eine andere Frage. Was muss ich tun? Ich bin so verwirrt. Aber ich weiß nicht warum. Es ist so fraglich alles. Ich bin verwirrt. Das sieht komisch aus, die Ente. Oh, Item. Ah, aber ich kann es nicht herumtragen. Okay. Hoppla. Voll gegen die Tastatur gehauen. Ist ja nicht so, dass ich das nicht schon die ganze Zeit mache. Ja. Ist ja gut. Vielleicht so ein einfacher Schlag, aber echt aus. Nämlich, das ist ja nicht wirklich. Braucht man gar nicht erst zu sagen, glaube ich. Also wir müssen, um zu Tor zu gelangen, müssen wir Yggdrasil wiederbeleben. Das Problem ist, wir können Yggdrasil nicht wiederbeleben. Die heilige Kraft reicht nicht aus. Wir brauchen also etwas Stärkeres als die heilige Kraft. Aber was ist das? Ich weiß es nicht an. Eigentlich hieß es, das Team sollte sich aufteilen, aber das heißt sich ja nicht auf. Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. Ich check's nicht. Deswegen gucke ich mir normalerweise komplette Let's Plays zu den Spielen einfach vorher an, weil ich habe mit sowas einfach massive Probleme. Mit meinem logischen Denken. Ohne Komplettlösung oder so, da schaffe ich kein einziges Spiel. Das ist so peinlich. Ich will Komplettlösungen. Ich will Lösungen für Spieler machen, die nicht weiterkommen. Ich komme selbst bei den Spielen nicht weit. Das hat irgendwie ein gewisses Paradoxum in sich. Wir haben unter 1% Verlust. Wie gesagt, kann mal vorkommen. Kann auch passiert sein, als ich. Ja, ja. Vielleicht weiß ja auch wiederum der Bürgermeister etwas. Da ist halt die Frage, was, wo soll der mir weiterhelfen? Lass du mich mal durch? Danke. Okay, das war so jetzt nicht gedacht. Jetzt sind wir wieder. Ah, na toll. Ja gut, Gott sei Dank, sie war an sich kein Schritt weiter. Ja Leute, wie gesagt, ich werde jetzt an dieser Stelle vermutlich einfach den Livestream pausieren und nachgucken. Ich weiß einfach, sorry. Und wenn ihr mir halt das mit Let's Play macht, jetzt kommentiert und schreibt dann, ja, bringt mir das nicht viel einfach. Jetzt sind wir eigentlich genau da, wo wir am Livestream angefangen haben. Lol. Ja Leute. Wir sehen uns dann später in 1-2 Stunden wieder, wenn ich die Lösung habe. Beziehungsweise für die anderen beim nächsten Part. Bis dahin, Leute. Ciao. Ich finde da schon eine Möglichkeit.